Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um eine Packliste oder wie wir so schön sagen, wir packen unseren Bulli und nehmen mit. Ja, vor einem Jahr hat hier alles angefangen. Hier an diesem Platz, den wollen wir euch gleich auch nochmal zeigen von oben mit der Drohne. Und damals haben wir das Video gedreht und hier uns vorgestellt, unseren Bulli vorgestellt. Und ja, heute zeigen wir euch halt, was wir so auf Reise mitnehmen. Sprich unser Spiel, wir packen unseren Bulli und nehmen mit. Und mal sehen, ob ihr alles schön im Kopf habt. Am Ende fragen wir euch ab. Genau. Wir packen unseren Bulli und nehmen mit. Ne? Normalerweise, wir packen unseren Koffer. Wir haben einen großen Koffer. Ja, hier passen ungefähr, wie wir hatten gesagt, 250 Kilo können wir da reinpacken, ne? Genau. Ja, mit Wasser ist dann schon alles drin. Wir haben es jetzt einfach. Wir haben so eine schöne Checkliste. Nicht so doll aufzeigen, dann könnt ihr ja Mogel beim Spielen. Ne? Also hier gibt es so eine Checkliste, das heißt, wir können gucken. Ich sage am Ende zu der Checkliste nochmal was. Also das ist jetzt erstmal unser kleines Spiel. Wir haben viel mit. Und das, was wir euch heute zeigen, ist mal optional und mal, das ist definitiv immer bei. Wir wollen euch einfach alles mal zeigen. Ja, und jetzt fangen wir gleich an mit der ersten Sache, nehme ich mal an. Also, auf unserer Liste, da steht drauf, so diverse Sachen für Kamera, Drohne und Co. Das haben wir zusammengefasst, unsere kleine Kiste, damit ihr auch Videos bekommt. Also, das heißt, die muss mit. Dann haben wir natürlich die Drohne. Und damit das auch bearbeitet werden kann, einen kleinen Laptop. Das waren die Sachen, die wir für das Mediensachen brauchen, also um euch halt Videos zu gestalten und uns schönes Urlaubsvideo zu produzieren. Das, was wir euch jetzt gezeigt haben, also das ganze Kamera-Equipment, das ist immer dabei. Nur für euch, stimmt gar nicht, auch für uns ein bisschen. Das, was wir jetzt euch zeigen, das ist fast immer dabei. Ich würde sagen, so ab Mai bis September ist das Teil immer mit dabei und das ist der Tisch. Den haben wir immer mit da, weil wir einfach sagen, der passt gut rein. Natürlich beim Wintercamping nehmen wir nicht mit, aber bei fast jeder anderen Reise wird dieser wunderbare Tisch mitgenommen und was zum Tisch dazugehört. Aber die haben wir immer an Bord. Das ist kein optionales, sondern das ist ein immerwährendes. Das nicht, sondern die wunderbaren Campingstühle, die haben wir durch Zufall in einem Baumarkt entdeckt, wollten gar nicht das kaufen, haben irgendwas für deine Tante, ne? Korrekt. Gekauft und im Endeffekt, wir haben die Stühle gefunden und gesagt, kaufen wir. Die sind immer mit an Bord. Natürlich darf das Bad nicht fehlen. Unser Bad ist eine Duschbrause und für die Heckklappe das Zelt. Das ist immer dabei, das ist nicht optional. Und da das Bad ja noch nicht ganz komplett ist, muss man ja dazu sagen, gehört auch noch eine Toilette dazu. Nicht zu vergessen, das heißt, die mit einem Klappzelt, also einem Toilettenzelt. Das Toilettenzelt, das hatten wir in unserer Norwegen-Reise dabei und es war wirklich sehr, sehr gut. Wir sind Freisteher, Stefan sieht ja da oben, ist ja unsere wunderbare Solaranlage, deshalb sind wir Freisteher und das Zelt wurde so modifiziert, dass da ein Loch ausgeschnitten worden ist, dass wir einfach sagen können, wir geben es der Natur zurück, achten natürlich darauf, dass es biologisch ist, wir wissen, also wir brauchen jetzt das nicht ausführen, das Geschäft, das ist nun mal auch biologisch und dafür haben wir das. Wir haben eine Schippe dabei, damit wir sagen können, dass man sich ein Loch buddelt und das ist alles so vorbereitet. Das heißt, wir können wirklich duschen. Und wir haben schon bei, ich glaube, 2 Grad nur geduscht draußen und wir können halt unser Geschäft machen. Also wir sind wirklich autark. Ja, was natürlich auch auf unserer Liste noch draufsteht, das sind einmal natürlich die Bettsachen. Die werden wir euch mal einblenden,
Dazu gehört natürlich auch das Spannbetttuch für die tollen Möbel, die wir uns ja gebaut haben. Und natürlich optional ist natürlich die Schwimmsachen. Das heißt, wenn wir irgendwo in der Nähe sind eines Schwimmbades oder in einer Therme, braucht man natürlich auch ein paar Sachen. Gegebenenfalls sogar auch einen Bademantel. Also den darf man natürlich auch nicht vergessen. Es ist genauso kalt wie bei unserem ersten Video hier. Also müssen wir schnell hinmachen. Was haben wir jetzt mit dabei? Das ist auch optional, weil das ist sehr, sehr klobig. Was nicht so klobig ist, ist das Teil drumherum. Das ist nämlich unser Mückenschutz. Also der hat uns wirklich viele, viele Fliegen in Norwegen abgehalten. Das ist unser Fliegenabhalter. Der kommt optional mit, wenn wir große Reisen machen. Machen wir natürlich keine großen Reisen, nehmen wir das nicht mit. Für ein Wochenende lohnt sich nicht. Dann haben wir hier, das zeige ich nämlich extra nicht, den Pavillon. Und da blenden wir euch jetzt einfach, mal, wie nennt sich das, ein Foto ein von unserem Norwegen, von unserem schönen Strand in Stromoja. Denn da seht ihr das Ding einfach mal aufgebaut. Ideal. Was wir noch zusätzlich haben, das haben wir noch nie mitgenommen, aber deshalb optional, das sind solche, wie nennt sich das? Gib mal einen Tipp davon, von dahinter der Kamera. Seitenteile. Seitenteile, falls wir die mal brauchen. Wir haben sie. Das ist so optional, das ist optional. So, natürlich soll auch für das leibliche Wohl gesorgt werden. Das heißt, wir haben auch noch einen Picknickgrill dabei. Und zu dem Picknickgrill benötigt man, dadurch, dass das ja Holzkohlen sind oder Briketts, mit denen angefeuert wird, braucht man auch noch die Kohlen dazu. Und damit wir dann auch im Wind nicht so sitzen, haben wir noch einen kleinen Windschutz, den wir eigentlich immer noch dabei haben, als auch einen Sonnenschirm, der liegt immer an der Seite bei mir und ist gut verstaut dort. So, ich weiß nicht, ob du mich siehst, ich muss Stefan korrigieren. Den haben wir so gut wie nie bei, den Windschutz. Den nehmen wir nur mit, wenn wir nach St. Peter-Ording fahren. Sonst haben wir den noch nie bei gehabt. Aber den Sonnenschutz. Den Sonnenschutz, ja, aber nicht den Windschutz. Das hat er so gesagt. Den schönen Mückenschutz, den haben wir natürlich nicht nur für unseren Pavillon, sondern wir haben den natürlich auch für unser Auto. Weil unsere Tür kein Mückenschutzgitter hat, was man zumachen kann, gibt es ein magnetisches. Und zwar von also lilabusshop.de ist das Ganze. Kostet so, ich glaube, rund um 100 Euro. Und dann ist das Ganze nicht klebbar, sondern einfach magnetisierend um die Tür rum. Und ja, so muss man auch kein Bohren oder irgendwelche Klebesachen oder Rückstände entfernen, wenn man den Wagen mal wieder abgibt. So, das sind so die groben Dinge, die wir optional bei haben oder halt immer bei haben. Und dann gibt es viele, viele Sachen, die stehen wirklich auf dieser Checkliste, weil wir sonst vergessen, was alles bei muss. Dazu gehören natürlich die Kühlschranksachen, alles was wir essen. Wir haben hier eine wunderbare Kompressorkühlbox, ist das so richtig? Jo. Ja, Gott sei Dank. Kann zu minus 18 Grad, ich freue mich schon, wenn wir wieder zur Eiswerkstatt nach Rostock fahren. 20 Eisdinger passen da rein, oder 22, auf jeden Fall passen wir noch rein. Dann haben wir natürlich Gas für unseren Gaskocher dabei, das brauchen wir eigentlich, weil wir einen Zwei-Flammen-Gaskocher an Bord haben. Den haben wir euch ja schon öfters gezeigt, also das brauchen wir. Was brauchen wir noch? Klamotten. Logisch, das ist auch immer dabei, das ist nicht optional. Die FKK-Kultur, die leben wir beide nicht. Da bräuchtest du vielleicht solche Sachen nicht, aber ich weiß nicht, in der Stadt sollte man schon was anhaben. Handtücher, Kulturtaschen, dann Frischwasserbefüllung, AdBlue-Befüllung. Was haben wir denn noch so? Papierrolle, Toilettenpapier, Sakrotan. Ach, und so viele Kleinigkeiten. Kaffeefilter und die Essensvorräte, die wollen wir gar nicht erst aufzählen. Da guckt doch einfach mal auf unserer Internetseite kreuzfahrtbulli.com. Da gibt es die komplette Checkliste als Excel-Datei, als PDF, sogar als ODS-Datei für die, die keine Microsoft-Produkte haben oder so. Haben wir alles dort verlinkt, das heißt, da könnt ihr euch das selber bearbeiten. Ja, viele, viele Sachen, die wir auf jeden Fall bei haben. So, das waren alle Sachen, die wir immer
oder halt optional dabei haben. Also, wir haben schon gespielt, wir packen unseren Bulli und nehmen mit. Und jetzt seid ihr dran. Ich möchte jetzt, dass ihr in den Kommentaren alles nochmal reinschreibt, was wir mitgenommen haben. Aber wirklich nach den Spielregeln. Wir packen unseren Bulli. Nein, war ein Scherz, müsst ihr nicht machen. Es ist ja eh alles aufgelistet, wenn ihr schlau seid, auf unserer wunderbaren Internetseite. Kreuzfahrtbulli.com. Ich wollte gerade sagen, jetzt verhaut das. Nein, das hat er richtig gemacht. Nein, nein. Die Seite kann er jetzt. Ja. Guti. Also. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, macht euch auch eine Liste oder modifiziert unsere Liste. Deswegen ist diese Liste bei uns auf der Internetseite auch als Excel-Format dort, dass ihr angepasst werden kann. Als Tabellenkalkulationsformat. Ja, okay, sagen wir es mal so. Dass das halt angepasst werden kann und so kann sich jeder modifizieren. Auf jeden Fall hilft das sehr, sehr viel weiter. Gerade wir haben am Anfang nämlich einige Dinge immer wieder vergessen. Wenn ihr genauso vergesslich seid wie wir, genau, ist es sehr wichtig, dass ihr das dabei habt. Ja, so ist es. Und was bleibt wie immer am Ende zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like dafür geben. Genau. Teilt das Video. Dann abonniert doch einfach mal unseren Kanal. Ja, ihr werdet auch informiert, wenn ihr die Glocke klickt. Das heißt, dann kriegt ihr eine Information, dass jetzt ein neues Video von uns online ist. Genau, und wir packen jetzt unseren Bulli mit all den Sachen und wieder sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Tschüss.